wir am Flughafen angekommen. Das ist echt geil hier. Schaut euch mal diese Architektur an. Schon irgendwie. Schon krass, ja. Sag mal, wann unser Flug kommt. In 2,5 Stunden. Ich sitze gerade aus dem VIP-Check-In. Genau, da ist das Normale, es ist ein bisschen voller und da war voll leer, war voll gechillt. War schon gechillt, oder? Ja. Schon Luxus. No, und hast du Drogen mitgenommen? Ja, wir mussten gerade einen Drogenabstrich machen. Vor allem, die hat so einen Jumpsuit an, das ist ja, also es ist fast nichts, wirklich null und bei ihr hat es einfach gepiept. Ich weiß auch nicht, was gepiept hat. Jetzt sind wir in der VIP-Lounge, richtig cool. Hier gibt es einfach so ein... Warte. Ich kann ja mal hingehen, dass es ein bisschen von Waren sieht. Ich fange mal hier an, also so ganz normal so Brot und Müsli, Äpfel, Kaffee, Hangglas. Ich habe mir auch gleich ein Hangglas geholt und so habe ich mir das Strawberry Cheesecake geholt. Das war schon auf dem Platz, richtig cool. Orangensaft mit Eiswürfel, richtig süße Muffins und Salat, 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 Salat. Das mit Fleisch, das ohne. Und trinken, Joghurt, einfach alles. So, du kriegst zwei. Ja, es ist jetzt 18.51 Uhr und gleich eine halbe Stunde, ne? Genau. Müssen wir los. Naja, ist ja perfekt. Man kann ihn ein bisschen wirken, weißt du? Ja. Möchtest du Cola oder möchtest du dieses hier? Ist das mit Kohlensäure? Ach so, das ist Sprite, wa? Genau, genau. Ja. So ähnlich, ja. Ja, nee, Cola geht schon. Nummer 1. Und Nummer 2. Das ist so Essig und Öl. Das ist richtig süß. Das ist richtig klein. Das muss man verschütteln. Und dann kann man es in seinen Salat machen. Das ist total niedlich. Richtig niedlich. Warte mal, guck mal. Das sind meine Finger. Das ist doch klein. Oh. Das ist richtig süß. Vor allem, wir haben getrödelt. Wir verpassen gleich den Flug, so ist es nicht. Das war zu schön. Weil wir haben uns gerade auch so schön Nudeln genommen und Bruschetta gemacht und jetzt müssen wir alle stehen und liegen lassen und losrennen. Wir wurden gerade vor... Alter, war easy, wir wurden ausgerufen, Alter. Wir starten nicht mal, du schläfst schon. Ich fahre aber schon die ganze Zeit. Wir fahren wirklich schon die ganze Zeit. Aber wir fahren nach Hause, ich glaube. Der Antrieb. Oh. Alter, was ist laut? Man wird von nach hinten gepresst. Ja, ja. Jetzt geht's hoch. Okay, Mama schläft. Okay, jetzt ist es, wenn man rausguckt, sieht man nichts mehr, weil wir jetzt gerade in den Wolken sind. Fliegen ist schon cool. Jetzt schwenken wir. Oh mein Gott. Wie kalt! Guten Nachmittag oder Morgen oder Abend oder einfach hi, hi. What the fuck? Guten Morgen! Also für mich ist es jetzt schon Nachmittag. Wir sind gerade auf dem Weg zum Nagelstudio. Ich war gestern wieder machen. Die leuchten. Die leuchten richtig. Und voll die Krallen. Oh. Und Mama hat Chrom gehabt, so Gold. Und jetzt, wir wissen noch nicht, welche Farbe. Aber ist aber schon rausgewachsen. Ja, natürlich. Und weil ich sie so extrem lang habe. Und wenn sie dann so nach 4 Wochen rausgewachsen sind, sind sie automatisch noch länger. Und dann ist der Hebel einfach, also das ist halt, irgendwann ist es, reißt es ein und so. Da muss man immer pünktlich gehen. Und Sophie, hallo. Paulalo ist bei unseren, also bei ihren Eltern, unseren Eltern. Naja, sonst wäre sie ja alleine, weil wir den ganzen Tag unterwegs sind. Also bei Oma, schon kommt sie der Kugel rund nach Hause. Oh Mann, ey. Schiefer! Oh, guck mal, sie ist
on point. Auf jeden Fall, sie hat die Tasche angenommen. Ja. Friederle, hast du die Tasche angenommen? Ja. Oh, oh Mann, schlimm, oder? Und genau das ist es. Das ist jedes Mal so ein Problem. Also letztes Mal wollte ich das hier drauf machen. Ey, was ich mal hatte, das war das. Das hat auch richtig gefetzt. Die Kamera nimmt das gar nicht so geil an, wie es in echt aussieht. Das ist so Neon. Das ist so Neon-Neon. Ja, Neon-Neon-Neon. Guck mal, da unten das Pastell-Neon-Pink. Ist aber auch geil. Ja. Haben wir beide so Neon, das ist cool. Aber vielleicht gehe ich heute mal ein bisschen ans... Ich glaube, es ist schon... Guck mal, Chrom haben die auch. Hier ist ein schöner Salee, Akan, genau, in Akan, und wir gucken hier wegen Directions, weil da gibt es auch Kosmos auf den Habedaplan, und danach schauen wir mal, ob wir dir, kleine Maus, die Tasche holen. Ja, weil wir haben die zurücklegen lassen, aber müssen wir halt gucken, ob die auch unseren Wünschen entspricht, denn die hat, also meine Oma hat nämlich gesagt, ja, wir haben eine gesehen und so, und deswegen gehen wir mal gucken. Und ja, erstmal ein Smoothie holen, dann zum Bäcker und dann wieder hoch. Die haben eine Fußpflege gemacht. Also, ich hab jetzt nicht so, manchmal ja French Nails auf den Füßen, aber ich habe jetzt einfach nur geschnitten, gefeilt und Massage. Genau. Massage habe ich auch ein bisschen mitgefilmt. War, also es fühlt sich jetzt so ganz weich an, so. Das ist voll cool eigentlich. Also, ich würde sie empfehlen. Du siehst immer witziger aus, Riederle. Jetzt in den Schönhauser Allee-Arkaden und wir wollen jetzt Celine eine neue Haarfarbe holen. Pink. Ja, klar. Was für ein Pink? Dann muss ich gucken. Sie hat sich super in diese Pink-Haarfarbe verliebt. Also, guck mal, sie hat ausgewaschen, sieht es noch stylisch aus. Ja, es sieht wirklich ganz stylisch aus. Beim Rot sah es immer relativ, da war es dann immer relativ unglücklich. Naja, schon nach einmal, nur schon nach drei Haarwäschen sah es einfach schon so orange und schmuddelig aus. So ein bisschen schmuddelig, ja. Ja, stimmt. Deswegen haben wir uns jetzt für Pink entschieden. Halt an, mein Kind. Das hat so einen Lila-Touch. Ja, genau. Also davor hatte ich nämlich das. Ah. Hm, das geht so ein bisschen so an dieses aber Bordeaux. Das, aber ich fand es besser, wo das ausgewaschen war. Wie denn das? Ja, vielleicht gucke ich noch. Aber das ist auf jeden Fall jetzt schon mal Favorit. Sie checkt's. Oh, es ist knuffig. Guck mal. Lass sie nicht verarschen. Oh Mann, ey. Wow, Mama, es läuft alles runter. Alles eingesaut. Ja. Hatte so ein Schei. So ein Schei-Latte. Mit Sojamilch, genau. Ich liebe das nämlich. Und hab dann immer eine ganze Weile immer drauf verzichtet, weil ich mir gedacht habe, okay, der wird ja mit Milch gemacht. Und dann hat sie gesagt, wenn man den, wenn er süß gemacht wird, dann flockt das nicht. Ich glaube, wenn, ich weiß nicht, den machst du genau. Wenn er scharf gemacht wird. Genau, wenn er scharf gemacht wird, dann flockt es wohl mit der Soja. Also habe ich jetzt einen süßen Schein dazu.
ein Stück hoch und dann wieder zum Auto und dann nach Hause. Bin nach Hause. Ich habe ja dann einen Termin. Ja. Und zum Training muss ich auch noch. Ich mache mich direkt an Schneien. Ja, geil. Aber es geht durch. Nein, ein Schneien macht ja Spaß. Ja, natürlich macht es Spaß. Ja. Dann würden wir jetzt an dieser Stelle euch einen dicken Kuss wünschen. Geben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen dicken Daumen nach oben da. Wir freuen uns immer über nette Kommentare. Schreibt doch mal am besten in die Kommentare eure Lieblingsjahreszeit. Ja. Wollen wir hier rüber? Ja, genau. Schreibt doch mal eure Lieblingsjahreszeit in die Kommentare. Also meine Lieblingsjahreszeit ist Sommerende. Wenn so Altweibersommer ist oder so. Ja, genau. Das mag ich. Und du? Oh, wirklich, wenn es kann so heiß sein wie Thailand. Die Hölle. Ich weiß nicht, was das muss. Für mich kann das immer heiß sein. Ich finde es auch schön, es hat auch so seinen Charme, auch wenn die Blätter und so ja. Farben. Und der Style von den Leuten. Es hat alles irgendwie seinen Charme. An dieser Stelle ein Kia!